und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Adopt-A-Me. Und ja Leute, heute versuchen wir es mal weiter, vom Noob zum Pro, vom Armen zu Reichen hoch zu traden. Ja Leute, wir sind hier auf meinem zweiten Account, beziehungsweise auf meinem 10. Account oder sowas und wir haben nichts weiter als einen Biber. Der ist aber immer schon mal rare, Leute. Wir haben ja im letzten Video uns bis zum Biber hochgetradet und eventuell schaffen wir es ja in diesem Video, ein sagenhaftes Pet zu bekommen oder vielleicht ein Ultra Rare. Das wäre auf jeden Fall mega, mega cool, Leute. Das probieren wir in diesem Video hier aus. Das heißt, like doch gerne das Video, falls dir gefällt. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann, Leute, benutzt doch gerne Starcode Jojo, falls ihr den Roblox oder Roblox Premium kaufst. Und dann, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Mitte. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Traden nach dem Intro. Ich merke gerade, hier sind extrem viele Leute. Aber eventuell hat hier trotzdem irgendjemand einen Trade für mich. Who can trade with me? Alle Leute. So, jetzt können alle mit mir traden. Hat denn hier eventuell irgendjemand ein Offer für mich? Hat denn hier eventuell irgendjemand ein Offer für mich? Eventuell ABC. ABC, Leute. ABC. Wir wollen ABC. Eventuell hat er irgendwas für den Biber zu traden, Leute. Einen Right Monkey. Der ist auch rare, Leute. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich würde das auf jeden Fall machen, aber er ist er wahrscheinlich nicht, Leute. Er wird das... Ja, er hat es abgelehnt. Natürlich, Leute. Hätte ich auch so gemacht. Hätte ich auch so gemacht. No thank you, schreibt er. Ja, es ist okay, ist okay. Ich habe verstanden, dass ich kein gutes Pet habe. Ich habe es verstanden. Und was willst du mir so geben? Ein Mega Neon Right Dog. Ah, komm schon. Nein, Leute. Hier sind mir echt irgendwie nicht genug Leute. Wo ist denn die ganze Lobby, Leute? Wo ist denn die ganze Lobby? Also irgendwie, ich bin noch auf dem vollen Server. Ah, da kommt noch irgendjemand angelatscht, Leute. Da kommt noch irgendjemand angelatscht. Ich will doch einfach nur diese Folge irgendwie wenigstens meinen Biber wegbekommen. Wohin läuft der, Leute? Wohin läuft der? Komm schon, bitte, mein Biber. Bitte, ich will meinen Biber irgendwie wegbekommen. Ich trade nur mit Freunden, Leute. Vielleicht eher mit einer Bad, Leute. Eine Bad. Eine Bad wäre eigentlich auch ganz cool. Zack, vielleicht legst du die Bad rein. Ankommen ist sie aber nur. Aber dafür Ride. Das wäre auch gut, Leute. Das würde ich machen. Das würde ich machen, weil sie ist halt Ride und er ist halt nicht Ride. Ah, schade. Na gut, Leute, man kann halt schlecht für einen Biber irgendwas offern. Das ist echt halt schwierig, für einen Biber irgendwas Gutes zu bekommen. Ich wechsle noch einmal ganz kurz die Lobby, Leute. Wäre das gerade so, mir in die Kommentare schreiben. Was ist dein bestes Pet in der Lobby? Schreib's dir gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreib's gerne rein und ich wechsle kurz die Lobby. Leute, schon wieder nur so wenige in der Mitte. Na, immerhin haben wir irgendjemand in der Mitte, Leute. Ich hoffe, dass wir diese Folge vielleicht überhaupt vom Biber weg... okay, die ist einfach mal umgekippt, Leute. Die ist einfach mal umgekippt. Ich hoffe, dass wir diese Folge überhaupt vom Biber irgendwie wegkommen. Nein, ich will keinen Shark. Warum will die nur den Shark traden? Hast du nicht irgend noch ein anderes Offer für den Biber eventuell? Muss es denn unbedingt der Shark sein? Natürlich gibst du mir den Shark nicht für den Biber. Macht ja auch Sinn. Nein, ich will keinen Shark. Bitte irgendwas anderes. Komm schon, leg irgendwas Richtiges rein, was Sinn machen könnte. Ein Ochsen, Leute. Das würde ich machen. Ein Ochsen würde ich machen. Will die das wirklich machen, Leute? Akzeptieren? Ein Ochsen würde ich nehmen. Der ist ja auch rare, Leute. Oh ja, tatsächlich. Nice, Leute. Das heißt, wir steigen jetzt auf einen Ochsen auf. Für einen Biber lohnt sich meiner Meinung nach, weil den Ochsen kann man dann nicht mehr bekommen. Den Biber kann man noch bekommen, Leute. Das heißt, wir haben diese Folge schon mal ein Upgrade bekommen. Hoffentlich jetzt natürlich, Leute, wenn die den Trade jetzt annimmt oder der. Ich weiß nicht, ob es die oder der ist. Jedenfalls, Leute, komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, Leute, nice, nice, nice. Wir sind schon mal auf den Ochsen aufgestiegen, Leute. Der Biber ist weg. Wir haben jetzt einen Rare Ochsen. Hat sich meiner Meinung nach gelohnt, weil, wie gesagt, Leute, Biber kann man immer noch bekommen. Ochsen kann man halt eben nicht mehr bekommen. Und deshalb ist er auch dementsprechend seltener. Eventuell hat jetzt hier irgendjemand anderes ja noch ein Offer für einen Ochsen. Und traden wir mal die ganzen Leute hier an, Leute. Traden wir mal die ganzen Leute hier an. Und boom, zack, zack, zack. Nimmt hier niemand an oder habe ich gerade irgendwie keine Trades rausgeschickt? Ist mein Server irgendwie verbuggt, weil hier unten steht nicht, dass ich irgendeinen Trade rausgeschickt habe. Ah, jetzt, Leute, jetzt. Oh Gott, jetzt geht's hier ab, Leute. Oh, da hat jemand angenommen. Und was hast du so für den Ochsen? Ein Känguru, Leute. Oh mein Gott, das wäre natürlich mega krass. Aber das wird so nicht passieren, Leute. Das wird so nicht passieren. Und abgelehnt. War ja auch klar, Leute. War ja auch irgendwo klar. Vielleicht habt ihr ja irgendwas. Vielleicht habt ihr ja irgendwas. Oh, oh, angenommen, Leute. Ochsen, Ochsen, Ochsen. Und vielleicht irgendein Ultra Rare. Ein Biber. Nee, Leute, den Trade haben wir gerade gemacht. Und ein Ochsen. Warte mal. Warte mal, was? Nee, nee. Stell dir mal vor, die wird das jetzt machen, Leute. Stell dir mal vor, die wird das jetzt machen. Das wäre ja komplett komisch irgendwie. Das wäre ja komplett lust. Das wäre ja komplett. Nein, ich will nicht nur ein Biber, sorry. Vielleicht habt ihr ja hier irgendwas. Vielleicht ein Snow Owl, Leute. Oh mein Gott, stell dir mal vor, wir würden diese Folge ein Saga und das Pet bekommen. Ich will auf jeden Fall diese Serie hier quasi so weit bringen, bis wir ein Saga und das Pet bekommen haben, Leute. Das wäre natürlich mega nice. So ein sagenhaftes von quasi vom Anfänger zum sagenhaften Pet hochtrainen. Wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Was hast du denn so zu offern? Gar nichts. Okay, schade, schade, Leute. Vielleicht, ein Ocean Egg. Wäre halt... Nee, ein Ocean Egg wäre es nicht worth, Leute. Ein Ocean Egg wäre es auf jeden Fall nicht worth. Ja, da haben wir es, Leute. Da haben wir es. Vielleicht noch irgendwas anderes, eventuell. Ich meine, das Ocean Egg könnte man ja öffnen. Wenn man halt Glück hat, kriegt man was Cooles raus. Aber ich will es auf jeden Fall nicht machen. Und die hat auch abgelehnt. Okay, Leute, haben wir denn hier noch irgendwas anderes? Oder muss ich schon wieder die Lobby wechseln? Muss ich schon wieder die Lobby wechseln? Oder hast du jetzt irgendein cooles Offer? Nee.
Vielleicht hast du ja irgendein cooles Offer. Hallihallöchen, Hallihallöchen. Nicht weglaufen von mir, bitte. Nicht weglaufen. Die laufen alle in die Schule. Ah, okay, Leute, wir müssen in die Schule. Gehen wir auch mal hier hin, Leute. Gehen wir auch mal in die Schule. Wie findet ihr, sehe ich eigentlich aus, Leute? Ich finde, ohne mein Jojo-Merch sehe ich irgendwie ungewöhnt aus. Übrigens, mein Jojo-Merch könnt ihr übrigens in meiner Roblox-Gruppe abchecken. Gerne, gerne dort mal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Außerdem auch zu meinem Real-Life-Merch, Leute. Mein Real-Life-Merch auch mega, mega cool. Link ebenso in der Join the Army Now. Ich dachte, da steht Jojo-Army, Leute. Und wir haben wieder einen Trade bekommen von wem auch immer, Leute. Und abgelehnt. Okay, join die. Ich muss dir kurz was ergänzen. Ich muss hier kurz Jojo Army ergänzen. Leute, joint doch auch gerne der Jojo Army. Nice, Leute. Indem ihr zum Beispiel den Kanal abonniert oder der Roblox-Gruppe beitritt oder sonst was, Leute. Ihr könnt auf alle möglichen Weisen der Jojo Army beitreten. Irgendwo musst du einfach Mitglied sein quasi. Und dann bist du in der Jojo Army. Fühl dich wie zu Hause, wenn du hier drin bist, Leute. Fühl dich wie zu Hause. So, die Schulaufgabe ist gleich vorbei. Vielleicht hast du ja... Hat sie denn auch... Ja, sie ist abgehauen, Leute. Okay. Vielleicht hast du ja irgendwas, oder vielleicht hast du ja irgendwas, oder vielleicht hast, ja, okay, ein Trade, Leute. Ein Trade, hast du irgendwas für den Ochsen zu offern? Nein, ich will immer noch kein Ocean Egg haben. Ocean Egg wäre zwar cool, aber ich glaube nicht worth für den Ochsen. Oh, Leute, stell dir mal vor, wir bekommen dafür einen Pelikan, Leute. Oh mein Gott. Okay. Du hast einen Ochsen, also ich habe einen Ochsen. Und was hast du? Was hast du? Gar nichts. Schade, Leute. Gehen wir mal ganz kurz in die Mitte. Vielleicht haben wir nochmal neue Leute. Wenn nicht, dann wechsle ich noch einmal die Lobby. Hier sieht es auf jeden Fall nach neuen Leuten aus. Snowball wäre cool. Wer bist du denn? Aha, okay, ein Trade, Leute. Eine Ochsen. Was hast du so zu den Ochsen? Was hast du für den Ochsen zu offern? Gar nichts. Mann, Leute, warum will denn niemand einen Ochsen haben? Ochsen sind doch voll cool, ja? Ochsen sind doch mega, mega nice, Leute. Ochsen sind doch mega, mega, mega nice. Aber anscheinend will niemand für den Ochsen irgendwas offern. Einen Ochsen. Ja, ein Ochsen für den Ochsen. Nee, sorry. Das ist das einzige Pet, was ich habe. Ich meine, was soll ich sonst noch traden? Ich kann ja nicht sonst noch irgendwas einfach geben. Ein Bandy, will der mich jetzt verarschen? Nein, gib mir irgendwas Gutes, bitte. Ah, schade, Leute. Na, dann wechsle ich noch einmal ganz kurz die... Ah, Lianöchen. Willst du noch irgendwie was traden oder wohin läufst? Ja, aber... Ja, sie will einfach nur Eis verkaufen, Leute. Lassen wir sie einfach Eis verkaufen. Und ich wechsle noch einmal ganz kurz die Lobby. Okay, Leute. Die Lobby sieht doch vielversprechend aus. Schicken wir mal hier ein paar Trades rum. Und mal schauen, ob hier vielleicht irgendjemand irgendwas Cooles traden wollen würde. Für unseren Rare Ochsen. Und der erste, Leute. Interessanter Name auf jeden Fall. Oh, Leute, ein Peacock. Ein Ride Peacock. Das wäre auf jeden Fall. Ah, schade. Na, war ja irgendwie klar, Leute. War ja irgendwie klar, dass wir das nicht bekommen. Aber ich hätte schon gerne irgendwie irgendwann in diesem Projekt hier ein sagenhaftes Pet. Das wäre mega, mega nice, Leute. Eine Neon Flyride Shiba Inu, den würde ich nehmen auf jeden Fall, aber den werde ich nicht bekommen. Tatsächlich, Leute, was habe ich euch gesagt, Leute? Was habe ich euch denn auch gesagt? Natürlich bekommen wir den nicht. Einen Mammut. Nee, ich will nicht in die Familie. Ich will nicht in die Familie. Ich will einen coolen Trade haben. Und da haben wir einen weiteren Trade. Nice, einen Ochsen für... Und komm schon. Gib mir irgendwas Cooles. Einen Shiba Inu normal, der ist Ultra Rare, Leute. Das würde auf jeden Fall Plus gehen, obwohl man den Shiba Inu halt immer noch bekommen könnte. Aber Ultra Rare sieht irgendwie halt besser aus als Ochs, Leute. Weil der Ochs ist nur Rare. Shiba Inu ist halt Ultra Rare. Eventuell... Ich meine, beides nehme ich auch gerne. Aber der Shiba Inu wird mir reichen. Eventuell würdest du das machen? Würdest du das machen? Komm schon, bitte. Na, schade, Leute, schade. Wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall mega cool gewesen. Hier ist auch ein Neon Frostfury, cool. Und ein Neon Skelerex, auch nice, Leute. Auch nice. Ich dachte kurz ja Jojo-Merch an, aber... Ja, leider nicht, Leute. Leider nicht. Eventuell habt ihr ja Jojo-Merch an, eine Neon... Ja, Mann. Ihr müsst doch nicht immer nur das traden, was euer bestes Pet ist. Tradet doch einfach... Gib mir doch einfach irgendein anderes Offer für den Ochsen. Gib mir doch einfach irgendein anderes Offer für den Ochsen. Und nicht unbedingt direkt euer bestes Pet, Leute. Nur weil ihr euer bestes Pet nicht traden könnt, heißt es ja nicht direkt, dass ihr nichts anderes habt zum Traden, oder? Also ich habe gerade noch ein Pet. Ich meine, Queen Bee würde ich nehmen in Flyride, aber das wird nicht funktionieren. Ja, seht ihr, Leute? Seht ihr, ich will doch einfach nur irgendwie den Ochsen traden. Ich will doch einfach nur, Leute, hat denn niemand irgendwie irgendwas für mich? Oh Mann, Leute. Ich schreibe mal jetzt, Leute, ich mache jetzt einen Trick, ich nehme jetzt das Starter-Egg raus und ich schreibe jetzt, I'm new, please, free pets. Mal schauen, ob ich irgendeinen Trade bekomme, Leute. Das wäre natürlich nice. Das wäre natürlich cool, Leute. Normalerweise supporte ich sowas nicht, aber ich meine, für dieses Projekt können wir das ja ganz einfach mal versuchen, Leute. Ich meine, irgendwie muss man ja an seine Pets quasi rankommen. Dog, bitte irgendein Free Pet. Ich bin auch neu in Adopt Me.
Ich brauche irgendwas. Freepads, die macht mir nach. Aber sie ist noch noobiger angezogen als ich. Ich habe nur meinen normalen Roblox-Avatar gerade drin. Aber die ignorieren mich alle, Leute. Warum ignorieren die mich alle? Na gut, ich hätte es genauso gemacht, bin ich ehrlich. Ich gebe auch niemandem ein Freepad, der fragt, ich bin neu, kann ich ein Freepad haben? Weil, so stell dir mal vor, ihr müsstet jetzt jedem ein Freepad geben. Ich meine, natürlich ist es eine coole Aktion, wenn ihr das macht. Aber meistens ist es halt dann eben nicht so. Vor allem, weil viele das halt so machen, dass sie halt schon gute Pets haben, das dann trotzdem machen und dann irgendwie versuchen, so an Pets ranzukommen, was ich nicht so cool finde. Und ja, genau. Genau. Hättest du wohl gern, ne? Hättest du wohl gern. Dieser Trade wäre richtig worth gewesen, Leute. Eventuell hast du ja irgendwas heute ein Right P. Mann. Immerhin haben wir diese Folge schon einen kleinen Erfolg gehabt, aber so groß ist der Erfolg auch noch nicht. Na gut, die Folge geht auch erst seit, also ich nehme gerade erst seit 20 Minuten auf. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Leute. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine Fly Red Pinguin. Würde ich auf jeden Fall nehmen. Werden wir aber nicht bekommen, Leute. Wir werden den nicht bekommen. Das kann ich euch jetzt schon vorher sagen, Leute. Ich kann euch jetzt schon vorher sagen, dass der Trade abgelehnt wird. Oh. Woher wusste ich das wohl, Leute? Oh, ein Neon Batring. Nice. Und stell dir mal vor, wir würden den einfach für den Ochsen bekommen. Na, und ein Neon. Ah, komm schon, Leute. Ey, Mann, habt ihr nicht irgendwelche anderen Pets, die ihr noch traden könnt? Müsst ihr direkt immer euer bestes Pet reinlegen? Mann, Leute, ein Shrew. Ein Shrew will ich auch nehmen. Finde ich auch cool. Finde ich auch nice. Aber ja, Leute, irgendwie bekommen wir hier keine guten Trades mehr. Oh Mann. Ein Shiba Inu wäre auf jeden Fall auch ganz cool, Leute. Ich wechsle noch einmal ganz kurz die Lobby in Hoffnung, dass wir dort irgendeinen Trade bekommen für unseren Ochsen. Aber da haben wir noch einen Trade. Eventuell hast du ja noch irgendwas zu offern für unseren Ochsen. Komm schon, eine Big Blue Potion. Nee. Oh, und eine Ochsen. Ich meine, das würde ich nehmen, Leute. Ach, schade. Schade. Okay, Leute, bis gleich. Okay, Leute, die letzte Mitte dieser Aufnahme hier. Und ich hoffe echt, dass wir irgendwie unseren Ochsen noch wegtraden können. Sonst wäre die Folge einfach richtig lost gewesen. Aber vielleicht haben wir nächste Folge mehr Glück und kriegen irgendwas Cooles. Hier sind auf jeden Fall ein paar Frostdragon. Ich trade einfach mal jeden hier an. Und da hat auch jemand schon angenommen. Und jetzt lege ich mal hier kurz meinen Ochsen rein. Und eventuell hast du ja irgendwas Gutes für den Ochsen zu offern. Bitte, komm schon, bitte irgendwie was Gutes. Das ist doch ein Ochse. Der ist doch schon nicht mehr im Spiel. Der ist doch selten jetzt. Ja, okay, wenn man ihn schon anguckt, dann, das erklärt sich von alleine, glaube ich, aber ja, ich glaube, der ist auch so einer wie ich und versucht gerade irgendwie alles mögliche, um an Pets ranzukommen, aber ja, Leute, wäre ich mit meinem Hauptaccount, könnte ich jetzt hier alles wegtraden, aber nein, ich will meinen Ochsen wegtraden und ich werde das auch schaffen irgendwie, Leute, wenn nicht, dann schaffe ich es nächste Folge, das heißt auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, um das Ganze nicht zu verpassen, Leute, diese Folge ist auf jeden Fall interessant, wir haben ja auf jeden Fall sehr, sehr interessante Resultate und hier sehe ich auch gerade, wie schwer es eigentlich am Anfang war, hochzukommen, Leute, wie schwer es eigentlich am Anfang ist, hochzukommen, wenn man quasi Neuansteiger ist. Was ich euch halt immer empfehlen kann, Leute, tradet euch, ihr könnt natürlich versuchen, euch hochzutraden, aber ihr könnt auch einfach nochmal das Spiel spielen, geht als Baby, packt euch ein Pet aus, macht die Aufgaben, bekommt Ocean Eggs, bekommt Royal Eggs, öffnet die Eggs und dann bekommt ihr eure Pets schon von ganz alleine, Leute, komplett ohne traden. So funktioniert das Spiel ja auch, Leute. Natürlich, traden ist eine coole Sache, aber man kann das Spiel auch ziemlich stark spielen, ohne zu traden. Und ich habe sehr viele Eggs geöffnet, Leute, ich habe sehr viele Eggs geöffnet, mich dann damit hochgetradet. Nicht nur mit einem Pet, Leute, wenn ihr mehrere Pets habt, dann ist es meistens besser zu offern. Das heißt, farmt normal erstmal das Geld. Ich habe auch schon ein paar Tutorials dazu gemacht, wie ihr Geld farmt, Leute. Guckt ihr euch gerne nochmal an. Guckt euch gerne meine anderen Adopt-Me-Videos an. Und ja, Leute, dann, ich meine, ich würde das hier auch so machen, aber das Ziel ist es hier quasi nur durch Traden, mich hoch zu traden. Und ich hätte gerne echt ein Ultra-Rare-Pet diese Folge noch irgendwie. Das wäre auf jeden Fall mega, mega nice, Leute. Immerhin haben wir schon mal einen Ochsen bekommen, Leute. Aber eventuell hast du ja irgendwas Cooles zu offern für unseren Ochsen. Komm schon, bitte. Irgendwie was. Irgendwie etwas. Komm schon, bitte. Nein, Leute. Oh Mann. Nee, also irgendwie ist der Ochse, ich dachte eigentlich, der Ochse ist cool, cooler als das, was wir am Anfang hatten mit dem Biber, weil den Ochse kann man halt nicht mehr bekommen, Leute. Den Ochse gab es halt bei dem einen Event, beim Luna-Event, und jetzt kann man ihn nicht mehr bekommen. Und ja, leider anscheinend haben sich meine Vorstellungen getäuscht. Eventuell bekommen wir den Horse hierfür oder sowas, Leute. Ochsen. Einen Lion, stell dir mal vor, wir würden einfach den Right Lion bekommen, aber natürlich nicht, Leute, natürlich nicht. Was erwarte ich denn hier auch, Leute? Eventuell gibst du mir dein Pferd, eventuell gibst du mir dein Horse, das wäre natürlich mega nice. Das wäre natürlich mega nice, weil den Ochsen, den kann man immer noch nicht bekommen. Komm schon, bitte irgendwas. Gib mir doch einfach irgendeinen Monkey. Der ist rare, Leute. Ein Monkey? Ah, ich hätte ihn genommen. Ich hätte ihn genommen, aber komm schon, bitte. Leg den Monkey wieder rein. Leg den Monkey. Na, Mann. Ich habe echt Pech, diese Folge. Ich habe echt ehrlich Pech, diese Folge. Schicke noch ein paar Trades raus, Leute. Die letzten Trades dieser Folge kommen schon, bitte. Der Dodo, Leute. Der Dodo, ja. Ja, die wird das nicht machen, Leute. Die wird ablehnen. Aber leg doch einfach irgendein schlechteres Pet rein. Ich will doch gar nicht mal den Dodo haben. Irgendein Ultra Rare wird mir auch schon reichen. Aber warum legen die immer direkt ihr bestes Pet rein? Finde ich ein bisschen schade, Leute. Und, oh, ich wollte kein Skelett aufheben. Es tut mir leid, Mr. Skelett.
Es tut mir leid, Mrs. Skelett. Ich wollte dir eigentlich eine Handelsanfrage schicken. So, Leute. Jetzt habe ich noch ein paar Handelsanfragen rausgeschickt. Machen wir die letzten Trades dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie ist in dieser Folge ein Bandicoot? Ja. Soweit gekommen. Leider, wir haben immerhin ein Pet quasi plus bekommen. Falls ihr mehr von diesen Let's Plays sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, Leute. Im nächsten Part werden wir safe ein Ultra Rare bekommen und im übernächsten Part eventuell sogar ein Dragon's Pet. Ich bin mal sehr gespannt, Leute. Wie gesagt, falls ihr mehr Parts sehen wollt, liken. Falls ihr euch Robux oder Robux Premium kauft, gerne mit meinem Starcode Jojo mich kostenlos unterstützen. Checkt auch, wie gesagt, auch gerne die Videobeschreibung aus. Dafür ist meinen Roblox Merch, damit du nicht so aussiehst wie ich hier gerade, falls du ein paar Robux hast. Meinen Real Life Merch, damit du in Real Life auch cool aussiehst, Leute. Das ist mega nice. Falls du meinen Real Life Merch hast, kannst du mich auch gerne auf Instagram markieren. Ich like das dann. Und ja, Leute, das ist auch der Link zu meinem Discord-Server. Join noch gerne drauf, falls du noch nicht drauf bist. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Leute!